Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich wollte über die Dieselsubventionen sprechen in diesem Video, beziehungsweise die Elektromobilitätssubventionen sprechen. Und dass Mario Barth in seiner Show Barth deckt auf, dort doch manchmal ganz schön krass daneben liegt. Viel Spaß dabei. Also ich habe heute Morgen im Hotel hatte ich noch ein bisschen Zeit, habe in meinem Handy so ein paar Artikel gelesen. Unter anderem war da ein Artikel über die Show von Mario Barth und Barth deckt auf und wo er sich halt über die Elektromobilität auslässt und ja, wie schlecht das ist und ganz viele Dinge hat er auch zu Recht angeprangert, wie ich finde, mit den Rohstoffen, dass das halt ein Problem ist, wenn dort Kinderarbeit im Kongo stattfindet und um diese Rohstoffe zu gewinnen, gar keine Frage. Ich habe die Show leider nicht gesehen, aber ich habe so den Artikel gelesen und habe mich nur gefragt, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein? Weil er nämlich gesagt hat, dass das die Elektromobilität und die Ladesäulen ja mit Milliarden Zuschuss würden und das würde mit Milliarden ja, subventioniert und das wäre ja beim Diesel überhaupt nicht der Fall. Und da kann ich nur sagen, Alter, hast du noch alle Latten am Zaun? Ganz ehrlich, wie bescheuert kann man eigentlich sein, so eine Aussage zu treffen? Also wie wenig muss man sich dann, wenn man hier als investigativen Journalismus oder aufdeckende, aufklärende Sendung verkauft, zu sagen, dass der Diesel nicht subventioniert wird, aber das Elektroauto schon? Also ganz ehrlich, das ist sowas von hohl. Weil der Diesel natürlich subventioniert wird und jedes Jahr, wenn ich das richtig weiß, sind das circa 9 Milliarden Euro, die dem Staat dort durch die Lappen geben. 9 Milliarden Euro. Und für die ganze Elektromobilität sind es 2, noch was Milliarden gewesen, die da in die Fördertöpfe kommen mit diesem Klimapaket, was auch totaler Quatsch ist. Und dann rechnen wir doch mal, wie viele Jahre es diese Subvention für Diesel schon gibt. Insgesamt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das über 250 Milliarden Euro gewesen, die die letzten Jahre der Staat, die letzten 10, 15 Jahre, da der Staat die Mindersteuereinnahmen hatte. 250 Milliarden Euro im Gegensatz zu 3 Milliarden Euro, ja, aufgerundet. Also ganz ehrlich, wie kann man so einen Scheiß verbreiten? Und das ist ja ein unglaublich prominenter Typ. Der hat so viele Fans und so viele Leute gucken seine Show. Und dann so dumme Aussagen zu machen. Das ist so, als wenn man sagen würde, die Atomindustrie wurde auch nicht subventioniert. Ja, wo man wahnsinnig viel Geld reingeschossen hat, damit die Dinger überhaupt gebaut werden. Die ganze Entsorgung hat man auch, einfach die ganzen Kosten hat man komplett, musste komplett der Staat übernehmen. Das ist auch harte Subvention. Und der Strom von Elektroautos zum Beispiel könnte man ja auch sagen, hey, für Strom von Elektroautos könnte man einfach den Strom, die ganzen Steuern wegrationalisieren oder wegschneiden. Das wäre dann auch mal eine richtige Subvention für den Strom von Elektroautos. Wenn man einfach sagt, alle Ladesäulenbetreiber, die kriegen irgendwie vergünstigten Strom für 10 Cent anstatt, weiß ich nicht wie viel, ja, oder 5 Cent. Ne? Das wäre eine Subvention. Aber so eine Aussage zu machen, also alleine ich müsste doch schon irgendwie vom gesunden Menschenverstand her denken, Diesel ist doch kein Abfallprodukt, das wissen ja auch viele nicht. Diesel ist einfach ein Produkt, was ich herstellen muss. Das ist nicht so, dass ich Benzin mache und dann kommt am Ende noch ein bisschen Diesel mit raus. Nein, das ist falsch. Und beim Diesel ist es so, dass der Diesel mehr Energieinhalt hat. Das heißt, ich kann mit einem Dieselmotor, viele wissen es vielleicht von euch, weiterfahren als mit einem Benziner. Ja? Und da habe ich mehr Energie in diesem Treibstoff drin, deswegen kann ich weiterfahren. Deswegen sollte eigentlich der Diesel genauso teuer, wenn nicht sogar ein bisschen teurer sein als ein Benziner. Aber man wollte natürlich die deutsche Autoindustrie, die auf der Dieselentwicklung führend war, einfach pushen und auch dann für Europa pushen, dass man halt dort so harte Subventionen eingeführt hat, dass der Diesel halt günstiger an der Tankstelle zu erwerben ist.
kann man ja auch machen, wenn man irgendeine Branche fördern will. Ja, aber dann soll man nicht, dann soll man auch irgendwie sich da mal mit beschäftigen, wenn man so eine Sendung macht. Da gucken noch ein paar Millionen Leute zu. Ja, das kann mir doch keiner erzählen, dass das keiner von den ganzen Leuten, egal wie dumm RTL ist, dass da keiner von denen weiß, dass er diese subventioniert wird. Ne? Das passt dann einfach besser ins Konzept der Sendung, dass man sich über solche Sachen dann besser mokieren kann. Aber ganz ehrlich, über sowas kann ich mich einfach nur komplett aufregen. Sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen emotional werde, aber 2-3 Milliarden für Ladesäulen und ein bisschen Elektromobilität und 250 Milliarden auf der anderen Seite, das ist so ein krass gravierender Unterschied. Da fasse ich mir einfach nur noch an den Kopf. Ne? Sorry, so bin ich halt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es scheiße findet, aber da muss man sich doch echt fragen, wer da als Redakteur solche Sendungen da mit begleitet, weil die Jungs müssen ja dann von Tuten und Blasen auch überhaupt gar keine Ahnung haben. Das hat ja in meinen Augen auch überhaupt gar keinen Sinn und keinen Mehrwert. Da kann man sich so eine Sendung auch komplett sparen. Ja? Aber gut, sie wollen halt Quote machen und Unterhaltung bieten. Es ist ja keine wirklich richtig fundierte Sendung, sage ich mal. Aber gut, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber solche Unwahrheiten auch einfach zu behaupten und dass da keiner irgendwie sagt, ey, warte mal, Mario, nö, das ist einfach komplett gelogen, was du da erzählst. Das ist einfach scheiße, was du da gerade von dir gibst. Da kommt dann keiner auf die Idee, ne? Also, lasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und schenkt mir ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Das war es soweit von mir zu dem Diesel und den Dieselsubventionen. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob ihr da bessere Informationen habt oder noch andere Informationen habt. Schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich riesig freuen. Also, ich fahre ja komplett elektrisch, das heißt, ich brauche hier, ich kann mit jedem Kraftstoff aufnehmen, was die Kosten angeht. Und könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr glaubt, dass Elektromobilität vielleicht doch dann noch eine Chance hat. Wenn man nämlich den Dieselsubvention einfach cutten würde, dann wäre der Preis sehr viel teurer und dann würde ein Diesel auch nicht mehr ganz so nachgefragt werden. Ja, aber da würde man der Automobilindustrie einen richtigen Todesstoß geben. Lasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo. Ich habe schon gesagt, freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und wir da in eine Diskussion gehen. Macht's gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.